Konnichiwa, Bitches, zurück bei Contrast. Nachdem ich beim letzten Mal so ganz fürchterlich rumgefailt habe, habe ich jetzt rausgefunden, wie der Scheiß hier funktioniert, wenn ich das dann hinkriege. Ich habe nämlich einfach nur ein... Haha, first try, voll gut. Dieses Wusch, ne, ihr wisst, was ich meine, dieses schnell irgendwo langchargen, habe ich irgendwie verpeilt. Ja, und jetzt? Mach das weg. Auf die Kugel. So. Nee, darfst du ruhig mitnehmen. So, damit. Es hat nämlich alles hier doch schon seinen Sinn, bis auf das, was ich im letzten Part die ganze Zeit versucht habe und, ne? Was dann so übertrieben kacke war. Oh Mann. Das ist immer das Ding, wenn man am Aufnehmen ist, dann. Wieso denn? Hallo, du sollst die Kugel. Fall damit bloß nicht runter, Mädel. Ach, guck. Upp. Ja. Das bringt nix. Du musst die Kugel grabben, Mann. Muss ich die jetzt in den Schatten legen, oder wie? Ich hab das Gefühl, ich muss sie in den Schatten legen. Nein, nicht... Oh. Was machst du denn? Du sollst die Kugel aufheben. Überspringen. Danke. Ja. Nicht interagieren. Das. So. Dann lege ich die da hin. Dann komme ich da wieder raus. Dann drücke ich den Knopf. Ja. Sieht doch gut aus. Ja. Und zack. Oh, okay. Das ist cool. Ja, jetzt rumpelt's wieder. Kennen wir ja schon. Langsam tut mir der Kopf weh von der blöden Fliese, die ich hier habe. Und... Kaboom! Yes! Wir machen den Weg frei. Yeah, take that! Go back where you came from, you big squid! Go find a whale to pick on! Hui! Ist voll gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Das ist überhaupt kein... überhaupt halt Schaden und so. So, weiter, oh, Junge. No. Wait, it's a whirlpool! Das fällt He's dir jetzt auf. Down. Oh no! We're doomed! Ist die niedlich. We're doomed! Wow. Ja, und jetzt? Verpasse den letzten Schlag. Dann gehen wir mal hier hoch. Aha. Oh. Ne, Moment. So ist das doch in Ordnung, oder? So kommen wir doch darüber. Hoppa. Yes. Ja, das ist sie. Ah, oh, guck mal, nicht vergessen. Ganz. Hallo. Kann ich hier jetzt. Sag jetzt nicht, ich brauche wieder eine Kugel. Ich kann mich auch selber schießen. Hallo, guck mal so. Kaboom! Mann, wo nehme ich denn jetzt? Ach, da unten. Lass mich raten, die kriege ich so nicht hoch. Wie komme ich jetzt wieder rauf? Ach doch, das geht schon. Was ist das? Wo ist denn jetzt die... Da! Mitnehmen! So. Das kann jetzt ein bisschen dauern. In der Zeit könnt ihr mal eure Mails checken oder den Müll rausbringen.
Mal euren Bachelor machen. Kinder kriegen. Ja, toll. Jetzt fallen lassen. Ja, komm, roll. Rolle, mein kleiner Freund. Wehe, der rollt jetzt wieder zurück, ne? Aber so komme ich da nicht. Mann! Dawn, was machst du denn? Nee, da komme ich so nicht hin. Da komme ich nur von oben hin. So, dann nehme ich dich jetzt. Trag dich ein bisschen weiter da vorne hin. Dann gehe ich wieder zurück. So. Wehe, das klappt jetzt wegen irgend so einem kleinen Pixelfurz nicht, ne? Dann werde ich aber grantig. So. Haben wir's jetzt. Komm schon. And take that. Bam, take it voll ins Auge. Ich weiß es nicht. Maybe we can get out that way. Ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht, aber... Auf mich hört ja wieder keiner. Hoppa. Zack. I bet there's nothing actually broken. I bet it's just something you forgot to turn on. Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld, oder? Because Daddy bought it. I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's probably in the control room, or the engine room, or something like that. Uh-huh. Come on! Yeah, it's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Jetzt warte doch mal, renn doch nicht so. Hey, this is that maintenance room I was talking about. Guck mal. Why didn't Daddy do it? I bet he didn't even read the instructions. I think we can restart the whole ride. I knew it. I knew it was something simple. Ja, I think klar. All we need to do is pull these levers at the same time. Okay. Moment. Was ist das? Piratenschiff-Handbuch. Schmierpunkte für die Walzenlager. Was? Die Walzenlager sollten 80 Betriebsstunden ausgebaut und geschmiert werden. Alle 80 Betriebsstunden. Alle Kartusch... Bla. Who cares? Are you ready? Bitch. Okay, 3, 2, 1, go! Lol, nochmal bitte. Uh-oh, we didn't break anything, did we? Hat's geklappt? Nee, ne? Are you ready? Ja. Okay, 3, 2, 1, go! Haha. I think we fixed it! I think we fixed the whole thing! Nicht, dass das jetzt alles in die Luft fliegt, Mann. Da-da-da-da! Noch zwei. Na gut, na gut. Wo sind die nächsten? Ecke. Ich möchte die Sachen hier gerne ausprobieren. Das wäre voll cool. Guck, wie stark ich bin. Rawr. So. Und überall Popcorn. Das ist so unfair. Ich hab voll Bock auf Popcorn. Oh, guck mal, Strand. Kann ich... Nee. Schade, schade. Na gut, wenn es hier unten nichts gibt, dann gehen wir halt den anderen Weg wieder hoch und schauen, was es oben noch gibt. Oha. Aua. Mann, ist doch noch weh. Oh, was gibt's hier?
Pass doch auf, was du machst. Haha. Geschafft. Ja, ist schon okay. Kannst jetzt aufhören. Ist das hier die nächste Attraktion? Könnte sein, ne? Yep. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. Ja, schatten sie das nicht? Ah, she was right here. Was ist mein Schatten? Nee. Ernsthaft? Darn. Where did I put her? Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. Mir fehlt der Troll in der Geschichte. The king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Oh, fortunately, God. She was a very brave princess who loved adventures. So just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Cool. Ist ein bisschen wie Limbo, ne? Okay. Hep. Hep. Haha. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? Ui! 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 She ran on top of their heads. That's right. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Alter, she had to use magic mushrooms to get high. Ja, ab. Nee, ist klar. Moment, das ist total falsch, was ich hier mache. Oh, fuck, das wird zu hart. Okay, Moment, erst muss das aktiviert sein, dann... Nee, falsch. Hä? Nein! Ja, aber so komme ich doch nicht mehr hoch. Guck mal. Ich probiere einfach mal nur die beiden. Aber da komme ich ja nicht rauf. Hä, was für eine Kegge? Ups. Nochmal. Mit unseren Magic Mushrooms. Nee. Hallo. Scheiße. Oh Gott, das wird jetzt wieder ein Gefummel. Das. Nein! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Nee, das... Okay, Moment. Also ich brauche...
brauche das aktiviert und kurz da, das da, damit das lang genug hält. Ja! Haha! She used some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. There, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snare. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see him. Ups. So war das jetzt aber nicht gedacht, Mann. Hallo? Warum stirbt sie dann, wenn sie den berührt? Was ist das für ein Kack? So. Kannst du denn irgendwas? Außer mich am laufenden Band umbringen? Oh Mann! Blöder Oger. Shit. Was soll ich denn machen? Ich bin schlecht bei sowas, falls man es nicht merkt. Jetzt gerade eben bin ich nicht gestorben, weil ich auf seine Keule gehüpft bin. Auf deinen Kopf! Mann! Was ist denn los? Wie soll denn das gehen? Ich vielleicht irgendwie... Yes! Und jetzt? The princess was a woman of action. And she was nimble. And the ogre was clumsy and easy to taunt. Weg, 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 weg! That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Moment. So, das Ding da, weg. Dann hängt er fest. Ich kann drüber, so. Dann dreht er sich um. Shit. Komm schon. Boah, das ist echt Limbo. Schwupp. So. Dreh dich um. Schnell! Mädchen! Oh. War das nicht unser Prinz, der da hing? So the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. So bin ich Mario oder was? Aber es ist cool, dass das mal irgendwie umgekehrt ist, die ganze Story so. Oh, okay. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds. Kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed until it sounded. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Yeah, yeah. Wait, that's not what happened. Soon she came to a vast pit. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Was soll ich denn da machen? Wait, that's not what happened. Soon she came to a vast pit filled with vicious, deadly spikes. Yeah. It was much too big to jump over. Ja, habe ich schon gemerkt. She could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Soll ich jetzt raus? Okay. Dann nehme ich halt... Ach, der ist ja hübsch. So. Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella.
Wow. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Oh Gott. Deeper and deeper into the cavern she floated. Oh shit. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Wow, welcher Wind. Wind ist scheiße. Hätte ich bei der Spinne landen sollen. Ah! Mist. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Ja. Wait, that's not what happened. Ah, Kacke. Mann. Ich mach das jetzt noch. Das hier will ich jetzt noch fertig kriegen in dem Part. Deeper and deeper into the cavern she floated. Ja, ja. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Hab Angst. Nicht wieder irgendwo gegen Dingsen. Ah. Nein! Finally, she landed soft. Ja, toll. Right in a spider's web. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Moment. Hier. Haha. So. Alles ist cool. Mann, bin ich toll. No! Oh Gott, Hüpf. Oh Gott. Ah, haha. Oh Gott, bin ich gut. Scheiße. Blöde Spinne. Geh weg. Shit. Boah. Ein Versuch noch. Zack. Hopp. Yes. Runter. Zack. Zack. Und fliegen. Und hopp. Hopp. Hoppen. Oh, komm schon. Mach mich nicht schwach. Scheiße! Oh Gott, das war so knapp. Ah, gut, einmal noch. Los. Oh. Fortunately, nein. Princess remembered how the webs were holding up boulders. Ah, das ist gut, dass es hier gespeichert hat. Junge. Mein Herz. Okay. Poor Spider. Oh. Schon ein bisschen. Finally, she found Fred. Oh. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. Mann, Papa, kann ich ihn nicht einfach so heiraten, weil das ist echt scheiße. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Ach, Leute, wir suchen den im nächsten Part. Bis dahin, lasst mir Feedback da und freut euch über alles. Ich find's gerade so cool einfach, auch wenn es mich wirklich abrasten lässt. Aber hatte ich lang nicht mehr. Hat ein bisschen was von Alice. So. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Wirsing. Ah.